Die Marschrichtung auf dem Saar-Hunsrück-Steig zeigt weiter nach oben. In der Bilanz für den Wanderweg lässt sich der Erfolg in Zahlen nachlesen. 2008 haben etwa 100.000 Gäste die mit dem Titel Bester Fernwanderweg Deutschlands dekorierte 180 Kilometer Strecke zwischen Mettlach und Idar-Oberstein bzw. Trier erkundet. Das sind 30.000 mehr als im Premierenjahr 2007. Wir haben letzte Woche eine Aufarbeitung aller Zahlen gemacht, also alle verkauften Pauschalen zusammengezählt, mit den Betrieben geredet, auch auf Informationen aus den Touristinfos zurückgegriffen. Wir gehen davon aus, dass mal grob geschätzt die Anzahl der Wanderer im vergangenen Jahr sich um 30% gegenüber dem Vorjahr erhöht hat. Die Statistik hat den Machern eine weitere wichtige Erkenntnis gebracht. Nur ca. 5% aller Wanderer legen die komplette 180 Kilometer Strecke zurück. Zumeist schnüren die Gäste ihre Stiefel, um auf dem Steig ein oder zwei Etappen zu absolvieren. In diesem Jahr sollen die sogenannten Traumschleifen weiter ausgebaut werden. Konkret bedeutet das, es werden Extrarunden eingerichtet, damit Wanderer von einem Standort aus bequem mehrere Touren auf hochwertigen Wegen in Angriff nehmen können. In den einzelnen Steigabschnitten soll sich dadurch die Aufenthaltsdauer der Gäste erhöhen. Außerdem können so auch Kommunen vom Wandertourismus profitieren, die nicht direkt am Hauptweg liegen. Die Bedeutung des Weges für die Region ist enorm. Für die Region Hunsrück ist der Saar-Hunsrück-Steig auf jeden Fall unser Leuchtturmprojekt im Moment. Wir arbeiten auch weiter daran an der Qualitätssicherung, Qualitätsverbesserung. Wir möchten auch zukünftig neue Angebote zum Steig schaffen in Richtung Kulinarik und so weiter. Und ich denke, er wird auf die nächsten Jahre unser Leuchtturm bleiben. 2009 wird außerdem ein Teil der Streckenführung verändert. Teils geschieht dies, um landschaftlich attraktivere Abschnitte einzubinden, teils soll damit die Distanz zu Hotels oder Gaststätten verringert werden. Wanderer hatten in der Vergangenheit kritisiert, dass die Einkehrmöglichkeiten zu weit vom Steig weg sind.